Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Wir machen jetzt hier bei den Herausforderungen weiter. Wir wollen uns ja dann gleich mal die Gigidigan angucken, ne? Die holen wir uns jetzt gleich als allererstes mal. Fünf Kämpfe sind wir davon entfernt. Gigidigan. Komm als erstes mit der Roller Derby Haley raus. Jetzt mit dem Professor Farnsworth. Na, ich spiele jetzt hier gleich noch eine Amy. So, und dann noch eine Roller Derby Haley. Die Amy pusht jetzt beide. Und jetzt ist der Kampf auch schon vorbei. Da wird sich jetzt nichts mehr dran ändern. Noch vier, würde ich sagen. Noch vier. Vier to go. Zack. So. Dieses war der erste Streich und der nächste folgt sogleich. Jawohl, ja, jetzt machen wir gleich die nächste Runde hier. Weiter geht's. Na, schauen wir mal, was jetzt passiert. Stewies Verteidigung. Oh, da kann man die Flügelmutter gleich spielen. Gleich mal die Flügelmutter rausgehauen, dann ist hier eh Schluss mit lustig. Das Kostüm ist uninteressant, aber die Flügelmutter, juhu. So, noch den Stan hinterher. Einen singenden Hilfskellner. Jo. Uninteressant. Der ist jetzt eh gleich fort. Noch. Flügelmutter macht es ja schon ganz alleine. So, weiter geht's. Noch drei. Ja, Mann. Stewies Verteidigung wieder. Das ist diesmal jetzt vielleicht nicht wirklich. Gut, da kann man den betrunkenen Peter theoretisch spielen. Na, ah, und hier kommt auch unser Denkeraffe. Brauche ich jetzt auch den Zugriffsort. Aber das ist jetzt gleich schon wieder weg. Da bleibt jetzt nichts mehr von übrig. Und schwupps. Ja. Und noch gleich den Waffensicherheits-Peter hinterher. Und damit ist der Kampf gewonnen. Ja, Mann. Noch zwei. Können wir uns gleich die Gigadigan mal anschauen, gemeinsam. Ich wurde ja schon gefragt. Mal kurz schauen. Wer hat denn diese Frage gestellt? Moment. Die Frage. Ach so, Nick Jansen hat gefragt, genau. Nick Jansen hatte gefragt, kaufst du dir bei der Challenge die Chance Packs oder die Karte Gigidigan? Also, mich dürfte er da in der Regel erstmal nicht fragen, weil ich kaufe mir immer die Special Karten.
Erstens, weil ich die dann schon mal sicher habe. Zweitens ist das so eine Sammelleidenschaft von mir und ich erinnere mich dann gerne mal an so eine Challenge zurück und weiß, ah cool, guck mal, da hast du so ein Special Ding gewonnen. Und als nächstes natürlich auch, um euch dann gleich die Entscheidung leichter zu machen. Ihr könnt dann nämlich bei mir immer, wenn es solche Challenges gibt, an dem Tag, an dem die neue Karte quasi freigegeben werden würde. Jetzt habe ich eigentlich blöd gespielt vor lauter Gelaber. Könnt ihr euch immer angucken, ja, was kann denn die Karte überhaupt? Was passiert denn, wenn ich mir die ein zweites Mal holen würde? Ja. Und dann könnt ihr euch nämlich entscheiden, wollt ihr euch die besorgen oder wollt ihr euch dann doch lieber so ein Chance Pack? Ja. Ich möchte die Entscheidung nicht für euch abnehmen. Also ich kann euch nur im Groben zeigen, was da für eine Karte bei rauskommen würde, wenn ihr die einmal aufmaxt und wenn ihr die dann nochmal fusioniert und dann fusioniert aufmaxt. Und die Entscheidung müsst ihr dann eigentlich selbst treffen. Na, je nachdem, was passt am besten bei euch ins Deck rein. So, Roller Derby, Haley. Oh, die paddelnde Peggy, ja Mann. Nice, Baby, nice. Den Pickel ausdrücken, der Mac kann daran jetzt auch nichts mehr ändern. Denn jetzt kommt Mrs. Monster Paddle Peggy Killer, yeah man. Fertig. So, und da kann, jetzt zeige ich euch die Gigidi Gun. Jetzt ist es auch schon soweit. Gucken wir uns gleich die Karte an. Extra für euch jetzt hier. Ja, natürlich. Extra jetzt für euch hier. Ja. So. Und jetzt. Also, es müsste der letzte gewesen sein. Richtig. Hab mich nicht verzählt. So, jetzt gehen wir mal in die Herausforderung rein, in die Prices. Nein, 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 das will ich doch nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ja, danach. So. Und jetzt weiß ich noch nicht. Jetzt fangen wir wieder mit der gleichen Diskussion an. Ich hole mir jetzt erstmal die Gigidi Gun, um die jetzt euch zu zeigen. So. Da ist sie, die Gigidi Gun. So. Und jetzt, Moment, jetzt. Nein, ich will doch jetzt erstmal schauen. Moment, du bringst jetzt, kaum ist der Herr sofort da, bringt er sofort Unruhe rein. Hier in. Doch. Du bringst total Unruhe gerade rein. Du machst wieder eine Hektik. So, also, jetzt gucken wir uns erstmal die Gigidi Gun an. Oh, jetzt spinnt's gerade wieder. Muss ich nochmal kurz raus. So, jetzt gehen wir nochmal ins Deck rein. Lasst uns jetzt schnell mal die Gigidi Gun anschauen. So, wo ist sie denn jetzt? Die Gigidi Gun. Da hinten ist sie. Die Gigidi Gun. So. Ich schaue mir jetzt erstmal an, was die kann. Ich schaue mir jetzt erstmal an, was die kann. So. Das wäre jetzt einmal Max. 10, 19, 4, 6. Wow, okay. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn man die sich. Wow. 11, 24, 5, 8. Also ich glaube, meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde mir 2 Gigidi Guns wahrscheinlich holen und werde die dann fusionieren. Weil das ist. Ich kann mir dann auch noch ein Pack gönnen, ja. Also die ist echt. Ist echt nice. Ja, also, das war's jetzt hier von dieser Folge. Meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde mir die Gigidi Gun zweimal holen. Ich finde die Karte extrem geil. Und die möchte ich gerne. Ich werde mir die dann fusionieren und dann schauen wir mal. Also, was ihr macht, kann ich euch nicht sagen. Das müsst ihr selbst wissen. Für mich ist die Gigidi Gun eine geile Karte. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.